Ja, liebe Konzertbesucher, wir kommen langsam zum Ende unseres Jahreskonzerts und wie immer an dieser Stelle möchte ich mich bei einigen, die wesentlich zum Gelingen des heutigen Abends beigetragen haben, bedanken. Nein, noch nicht ganz, ich habe noch was vergessen. Weil wenn bei meinen Begrüßungsworten, wenn ich mir nicht alles aufstand, vergessen ist, ich möchte natürlich noch ganz lieb unsere Freunde von der Eisenbahner Musikweil am Rhein begrüßen. Sorry, ich habe euch einfach nicht aufgeschrieben. Oder? Herzlich willkommen. Tja, aber jetzt machen wir mit dem Dankeschön weiter. Das erste geht natürlich an die Städtemer Fetzewackis, die heute Abend den Küchendienst übernommen haben. Euch allen ein herzliches Dankeschön. Der nächste Dank geht an unsere Girls der Creative Tischdeko-Abteilung. Ja, ich lasse mir jedes Jahr ein neues einfallen. Und zwar, das ist Nicole Schepperle und die Petra Stell, die wir uns wieder die Tischdeko gemacht haben. Herzlichen Dank. Dafür. Ja, die PowerPoint-Präsentation hier im Hintergrund, die hat die Katharina für euch, Katharina Rempfer gemacht. Auch dir ein herzliches Dankeschön. Und wenn Sie fleißig und richtig geschaut haben beim Eingang, haben Sie gesehen, dass die Lose verkauft worden sind. Und den Losverkauf haben übernommen die Mareike Ecker und der Lasse Baumgartner. Euch auch herzlichen Dank dafür. Ja, und wenn ich schon bei der Tombola bin, muss ich natürlich das nächste Dankeschön an den Chris und an den Jochen richten. Die zwei haben nämlich das, wofür ihr euer Geld ausgegeben habt, nämlich wieder in Sachwerte umgewechselt und haben dafür schöne Sachen eingekauft. Euch herzliches Dankeschön dafür und mal schauen, was es nachher so alles gibt. Immer gespannt, ja. Tja, dann gilt natürlich noch ein Riesendank. Es geht natürlich nicht immer ohne Gastmusiker. Und da haben wir auch im dritten Jahr wieder Verstärkung an der Klarinette mit dem Michael Schumacher. Dann beim Jochen hinten am Tenorhorn die Udi Möschlin. Herzlichen Dank. Und da hinten, wo so laut gerumpelt hat, da hat uns der Max dreimal unterstützt. Herzlichen Dank. Ja, und der allerletzte Dank natürlich des heutigen Abends gilt wie immer unserem Dirigenten Igor. Er hat uns Aktive und die Harmonis wieder einmal unermüdlich und wie üblich mit viel Geduld auf den heutigen Konzertabend vorbereitet. Igor, du bekommst, komm mal her, zeig dich mal von vorne, die Leute kennen dich nur von hinten. Ja, Igor, ich bin gerade abgelenkt worden. Du bekommst einen kleinen Fresskorb von uns. Und das ist nur vorsichtshalber, falls dir die angestrengte Probenarbeit auf den Magen geschlagen hat. Und bevor wir uns mit dem letzten Stück von Ihnen verabschieden, möchten wir uns bei Ihnen wieder kommen und Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken. Wir hoffen, Sie hatten alle einen unterhaltsamen Abend. Wenn dem so ist, können Sie es gerne weitersagen. Wenn nicht, behalten Sie es für sich und lassen Sie es uns aber wissen.
Gleich im Anschluss, wie gesagt, kommt die Verlosung der Tombola mit Chris und Jochen. Und ja, das hätte ich jetzt fast noch vergessen. Am Ausgang dort wird unsere altgediente Scheinwerfer-Tuba, wie man sie nennt. Scheinwerfer-Tuba deshalb, weil man dort Scheine reinwerfen kann. Nein, ganz einfach. Und wir geben Ihnen damit einfach die Möglichkeit, dass Sie einen leichteren Heimweg haben. Also wir erleichtern Sie vor Ihrem Heimweg etwas, schmeißen Sie da alles rein, was Sie haben. Also an finanziellen Mitteln natürlich, irgendwelche gebrauchten Tempos oder sowas. Aber seien Sie bitte auch, eben, wie gesagt, vorsichtig. Unsere alte Lady verträgt nur Scheine und nicht so gerne Münzen. Wenn es der Fall sein sollte, dass nichts mehr oben reinpasst in die Tuba, können Sie gerne mit etwas Druck von oben draufdrücken und dann passt noch der ein oder andere Geldschein Ihrer Wahl dort hinein. So, jetzt bin ich aber endgültig fertig mit der Schwätzerei und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei unserem letzten Stück des heutigen Abends und später natürlich noch einen guten Nachhauseweg. Bleibt Sie gesund. Ja, ich glaube, das Stück haben Sie bestimmt schon gelesen, Earth, Wind & Fire Medley. Die amerikanische Soul-Musikgruppe Earth, Wind & Fire wurde 1970 vom Sänger und Schlagzeuger Maurice White gegründet und startete ab 1975 eine internationale Karriere. Besonders die Bläser fielen ins Auge bei spektakulären Shows, die eine Fusion von Jazz und Funk brachten. Manfred Schneider schrieb ein ganz schönes Medley, in dem er die erfolgreichen Songs Fantasy, Always a Song for You und Boogie Wonderland vorbereitete. Lehnt sich zurück, genießen die nächsten 7 Minuten das schöne Medley mit verschiedenen Solen. Nochmal hier werden einzelne Instrumente für uns nochmal schön im Vordergrund spielen. Hören Sie zu, feiern Sie das Stück und genießen Sie noch das letzte Stück vom heutigen Abend mit Earth, Wind und Feuer. Thank you.
Jawohl, das ist wieder.